Wir können auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja unter uns. Ich muss sagen, wenn man so als letzter Act auf so ein Fest kommt und es ist schon tagelang die Bühne gerockt worden, dann ist auch sehr interessant, was man so von den Kollegen hinten im Backstage findet. Vorhin habe ich mich auf was draufgesetzt. Ich dachte, Mist, ist das ein Meerschwein? Ich habe es gestreichelt. Kann der Veranstalter, nein, das sind die Haare von Tim Topé, der war gestern hier. Auf jeden Fall findet man sehr, sehr interessante Sachen. Auf jeden Fall finden wir, dass es sehr beachtenswert ist, dass ihr an einem Sonntag hier noch so in Partylaune seid. Das Einzige, was noch ein bisschen klemmt, ist die Tanzbereitschaft. Wer ist heute bereit, zum Ausdruckstanz noch überzugehen, irgendwann noch? Ich weiß noch nicht so richtig, Alter. Also ihr müsst euch schon mal zwingen, ja? Wenn vielleicht der ein oder andere jetzt denkt, Mensch, ist noch hell, da wäre ich vom Nachbarn gesehen, wer weiß, was er dann erzählt. Macht euch keine Sorgen, macht einfach die Augen zu, dann merkt ihr das nicht. Und dann könnt ihr voll aus euch rausgehen.